Hallo meine lieben Point-and-Click-Adventure-Fans da draußen und herzlich willkommen zurück in Trüberbrook. Genau genommen im Hotel Waldeslust. Ich stehe genau auf der Grenze gerade eben hier, dass die Kamera permanent hin und her steht. Hey, ich habe ein Perpetuum mobile gerade eben entwickelt, indem ich einfach nur hier stehe. Meine Güte, Tannhauser, du bist ein echt geiler Physiker. Das erste echte Pendel, das nie aufhört zu schwingen. Ist ja fantastisch. Das können wir hoffentlich als Energiequelle nutzen. Vielleicht, um da oben unser lustiges Gerät anzutreiben, den Quantendiskriminator. Wir brauchen ja eine Energiequelle dafür. Wir schließen einfach quasi ein Dynamo an die Kamera an, die jetzt hier die ganze Zeit hin und her fährt. Und damit hätten wir unsere Energiequelle, oder? Ist doch eine geile Idee. Wisst ihr, was das Geile wäre? Wenn es wirklich solche Lösungen für ein Spiel geben würde, dass man genau solche Mechaniken ausnutzen könnte. Spaß beiseite, Leute. Es wird Zeit, dass wir hier diese Tür öffnen. Schwingt immer noch, oder? Ja, jetzt schwingt es nicht mehr gut. Wir können in den Keller gehen. Wir haben diesen Schlüssel in diesem Moor gefunden und haben ihn an uns genommen und hier die Tür geöffnet. Jetzt bin ich gespannt. Wollte sie nicht jeden verprügeln, der mit dem Schlüssel herkommt? Beverly, ich habe das Tor zu einer lang versiegelten Gruft geöffnet. Dem Keller des Gasthauses. Mein Abstieg beginnt. Ich ahne, wie sich Professor Liedenbrock gefühlt haben muss, als er in den Snifelsjoghurt herabgestiegen ist. In den Snifelsjoghurt? Ich kann kaum etwas sehen. Ja, zugegebenermaßen, ich auch nicht. Gibt nichts, mit dem ich interagieren könnte. Ne, also wir können da ohne Lichtquelle. Wir können da nicht rein ohne Lichtquelle. Na toll! So viel dazu. Reden nochmal mit ihr, vielleicht werden wir daraus schlauer. Trude? Professor, Sie strahlen ja richtig. Ja. Ist was passiert? Och. Was meinen Sie? Ach, schon gut. Keine Ahnung. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Kann ich mit der... Was? Mal über den Bruder nochmal reden, ne? Was können Sie mir über Ihren Bruder erzählen? Er trinkt gern. Und er ist nicht der Zuverlässigste. Wie Sie sehen, hat er mich einfach sitzen lassen mit all der ganzen Arbeit. Könnten Sie ihn beschreiben? Falls Sie ihm begegnen, meinen Sie... Groß gewachsen, Rauschebart, rote Nase und immer diese gelben Gummistiefel. Ja, super. Warum fragen Sie? Ach, nur so, ich glaube, ich bin ihm begegnet. Ich glaube, ich bin ihm begegnet. Ich habe seine sterblichen Überreste draußen im Moor gefunden. Es tut mir leid. Tatsächlich? Mein Beileid. Ach, Heinz. Armer alter Heinz. Ruhe in Frieden. Irgendwie überrascht mich das nicht. Ich danke Ihnen. Ich werde sofort den Kommissar benachrichtigen. Dann hat er sich wenigstens nicht umsonst auf den Weg gemacht. Na geil. Und sie nimmt das richtig locker hin, ehrlich gesagt, dass ihr Bruder tot ist. Ich meine, hallo, sie ist ihr Bruder. Klar, er hat sie sitzen lassen mit dem Ding, aber im Grunde könnte das ja auch der Grund dafür sein, warum er die ganze Zeit nicht da war, weil er verdammte Scheiße nochmal tot ist. Finde ich, sie nimmt es ein bisschen locker auf. Ich fange an, ihr zu misstrauen. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Ja, das hilft mir nicht. Ach, schon gut. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Ja, mach ich schon. Ich war auch schon im Keller. Ist bloß leider ein bisschen dunkel da unten. Wir brauchen also eine Lichtquelle in irgendeiner Gestalt. Und ich brauche immer noch Werkzeug in irgendeiner Gestalt, das ich eigentlich schon habe in einer ziemlich eindeutigen Gestalt, aber ich es nicht nehmen kann. Was sehr, sehr fragwürdig ist. Ich weiß nicht, warum ich das nicht nehmen kann. Kann ich nicht nehmen, das kann ich nicht nehmen. Ich prüfe einfach mal. Es kann ja sein, dass es urplötzlich jetzt dann doch geht. Nein. Der auch nicht so wirklich. Auch nicht. Da ist immer noch der komische, weiß der Geier was. Und das ist der Ostsi. Oder das Ostsi. Aus den Büchern war die auch nicht schlau.
Das sind, glaube ich, also ich habe inzwischen mal meine Frau gefragt, das sind eindeutig die Unterstützer auf Kickstarter, die, da gab es so entsprechende Unterstützungslevel und dann kann man quasi ins Spiel, also konnte man im Spiel sein. Also manche Leute haben sogar tatsächlich ihr Namen im Spiel, also treten quasi mit entsprechenden Namen im Spiel auf. So, was kann ich den Namen jetzt noch machen? Nichts, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Quantendiskriminator sendet einen kohärenten Tetrionstrahl in das Portal und projiziert eine metaphasische Projektionsmatrix. Präzise. Durch gerichtete Tachyonimpulse sind wir dann in der Lage, die Frequenz derart zu modulieren, dass sich das Portal auf die exakten temporalen Quantenkoordinaten einstellt. Ein Riss im Raumzeitgefüge. Exakt. Das ist eine Sensation. Ich dachte mir, dass dir das gefällt. Also das mit dem Tetra, diese Tetrachionstrahlen sind Bullshit. So was habe ich noch nie gehört. Wie ist die Lage? Geht so. Kommst du rüber? Bringt halt alles nichts, ne? Warst du nicht gerade dabei, mir das Konzept von Dimensionsreisen zu erklären? Ihr Menschen definiert euch als eine Art Entität, die innerhalb dieses fleischlichen Körpers existiert. Eine Art Bewusstsein, das dieser leiblichen Masse anhaftet. Woher es kommt und was es da soll, ist für euch völlig abstrakt. Und diese beiden Augen, die ihr habt, sie sind das Zentrum eures Kosmos, eurer Wahrnehmung. Ja. Dabei gibt es doch so viel mehr. Ihr Menschen müsst endlich verstehen, dass jenseits eurer Wahrnehmung des Universums so viel verborgen liegt. Ja. Es ist überall da. Ihr könnt es nur nicht sehen. Ja. Weit entfernte Sterne und Galaxien. C-Strahlung. Der Urknall. Alles Dinge, die ihr verpasst. Um ein höheres Verständnis der Dinge zu entwickeln, den Webstoff des Universums zu verstehen, die Bedeutung eurer Existenz, müsst ihr euren egoistischen Blickwinkel überwinden. Ihr müsst endlich das Ganze, Große, betrachten. Hans, wenn ich dir nur die Augen öffnen könnte. Okay, ja, schön. Okay, ich überlege mir was. Also er ist definitiv kein Mensch. Er ist ein, also nicht nur ein extradimensionales Wesen. Es könnte sogar sein, dass er sogar nicht zu unserem Universum de facto gehört oder sowas in der Art und Weise. Ich weiß es nicht genau. Er ist auf jeden Fall ein komisches Ding. Und ich, warte mal, kann ich irgendwie die Karte aufrufen oder muss ich dafür wirklich an die Grenze der Map laufen? Lasst es uns herausfinden. Vielleicht geht das ja so irgendwie. Ne, ich gehe dann automatisch da hoch. Warte mal, wie komme ich jetzt an die Map ran? Diese Karte. Warte mal, ich muss doch irgendwie an die Karte rankommen. Spiel, verrate mir doch mal bitte, wie ich jetzt an... P wie Postkarte? Nein, L auch nicht. K auch nicht, Q nicht, E nicht, R nicht. A und S und D, ich gehe mal alles durch. Jeden Button, den ich finde, klicke ich gerade durch. Jetzt habe ich ja diese Schnellreisekarte gefunden. Jetzt bin ich damit bloß leider nicht schnellreisend. Das war ein Käse. Keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Und rechts geht es ja auch nicht. Ich kann auch nicht, mich nicht anklicken. Ich möchte nämlich nochmal zu diesem Sanatorium oder sowas in der Art und Weise. Das können wir ja theoretisch ja auch hin, meine ich. Ah, dafür muss ich hier hin. Das ist unten der Bootsverleih. Das ist der Sumpf. Was ist das denn nochmal? Ach, das... Der baut mir jetzt sie hier. Okay. Na, wen haben wir denn da? Wie ich sehe, konnten Sie mit den Stiefeln was anfangen? These boots are made for walking, sag ich immer. Danke nochmal. Gern. Du bist ein bisschen blass um die Nase, wenn ich das so sagen darf. Hier, nimm eine davon. Bei mir helfen die immer. Vitaminpillen? Okay. Sie, claro. Die bringen Saft in die Knochen und machen einen schlanken Fuß. Basierend auf naturheilkundlichen Prinzipien. Danke. Ich muss dann mal wieder. Bis später.
Oh, wir strahlen nicht mehr. Ah, okay, das haben die Pillen weggemacht. Aber einen schlanken Fuß? Also ganz im Ernst, Mädel. Deine Beine sind deutlich voller als die von uns. Inklusive die Füße, möchte ich jetzt hier mal behaupten. Okay, kann ich noch mit dir reden? Ich genieße noch ein wenig die Aussicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum. Also, das mit der Strahlung war, glaube ich, wichtig, dass wir sie wegbekommen haben, aber weiß nicht warum. Oh, wir sind wieder hier und da ist niemand mehr. Also habe ich das Gefühl, wir sind hier noch nicht fertig. Sanatorium Paradiso, ländliche Erholungsstätte im heilklimatischen Kurort Trüberbrook. Herrlich gelegene Heilanstalt, Waldluft, bewaldete Berghänge. Anerkannt vorzügliche Küche. Jo, ich gucke hier gerade eben nur noch mal alles durch. Eine Patientenliste. Ja, die haben wir schon durchgeguckt. Weil ich nicht Kaum vorstellbar, was diese armen. Ja, dass diese armen Seelen hier durchgemacht haben müssen. Auf gar keinen Fall werde ich noch einmal da reingehen. Gut, dann halt nicht. Da wäre ich unsicher. Dann wärst du da halt unsicher. Dann gehen wir halt nochmal da oben hin. Also wie gesagt, ich bin ja immer noch auf der Suche nach irgendeinem Ort, an dem ich vielleicht eine Lampe oder ein Werkzeugkasten finde. Mein Gedanke war, dass da unten vielleicht noch die Lampe, die ich da angeschlossen habe, für mich interessant ist. Oder das hier vielleicht. Röntgenstrahlung, Wunder der Physik. Moment. Ahne, dass ich das für irgendwas noch brauche. Da kann ich jetzt nicht mehr angeln, weil ich die Mir ist gerade nicht nach einem Imbiss zumute. Angel abgegeben habe. Der Grill ist übrigens weg. Kann ja nicht interagieren. Bücher, ey. There is no point in pointing or how well all will click into our place. Ach, wie schön. Ich habe, wie gesagt, nicht den. Das kann ich auch nicht mehr erklären. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Ort hier in Anführungszeichen verbraucht ist. Gut, dann. Also ich meine, ob das jetzt gut ist, sei mal dahingestellt. Das da oben kann ich auch nur noch angucken. Es scheint einfach keiner mehr zu sein. Ja, was nu? Vielleicht muss ich hier nochmal was suchen. Der kaputte ist hier immer noch, ne? Oh, Moment. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Dann halt nicht. Verzeihung? Robert halt immer noch, ne? Da kommt man immer noch nicht hin. Vielleicht bräuchte ich die Angel oder so. Nee, aber ich krieg, glaube ich, die Angel nicht wieder. Gummistiefel. Weiß nicht, was ich mit diesem Wasser da machen soll. Irgendetwas fehlt dann noch. Was kann ich da noch machen? Warum? Und was mache ich mit den Krähen? Die Krähen sind immer noch irgendeine Art von seltsamer Unterstützung. Ohne dass ich so recht weiß, wozu. Wozu, wozu, wozu? Man kann ja der Krähen gezielt auswählen. Das Teil ist ja auch geschlossen, ne? Wir sind an diesen typischen Punkt geraten in solchen Spielen, wo man nicht. Verschlossen. Genau, wo alles verschlossen scheint. Da komme Ich ich auch. komme von hier leider nicht ran. Ja, ist mir aufgefallen. Also gut, hier müssen wir irgendwie einen Weg finden, um da was rauszuholen. Vielleicht brauche ich doch noch mal eine Angel. Ich gehe noch mal. Ahoi! Gehe noch mal ins Städtchen und frage noch mal nach einer Angel. Vielleicht bekomme ich ja eine und wie gesagt, da muss ich auch noch mal irgendwas machen. Ich weiß bloß nicht wie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zuckerwatte nicht nur ein Palaber ist. Also ich gucke mal, ob ich noch mal irgendwie diese komische. Ne, Angel kriege ich nicht mehr, ne? Die ist weg. Die Angel ist weg. Trude? Hallo Professorchen. Ja, hi. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein
Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Also gut. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Das ist alles schon besprochen worden. Ich muss weit, fühlen Sie. Alles schon besprochen worden, wie gesagt. Die Tür hier haben wir auch schon geöffnet. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nur wieder das abhören, was ich schon mal gesagt habe. Da haben wir kein Licht. An diesen Bildern hier kann ich auch nichts machen, außer sie nochmal angucken. Das kann ich nur angucken. Ich rede nochmal mit den Leuten draußen, sofern es mir möglich ist. Da will er wieder wahrscheinlich nur die Zuckerwatte nicht machen. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Zuckerwatte. Ja, hab's verstanden, hab's verstanden. Es muss noch eine Relevanz haben. Diese Krähen hier machen. Ich möchte den anderen auch noch ein paar Prat. Das ist eine Schießbude. Moment, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Es ist eine total bescheuerte Idee. Aber vielleicht muss ich grün leuchten, um für irgendetwas hier. Ich habe ja grün leuchten relativ wenig interagiert. Sind wir mal ehrlich, das habe ich. Sehr wenig interagiert. Vielleicht müssen wir grün leuchten wie der Hulk, um so zuschlagen zu können. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal das nochmal an. Irgendwas schimmert grünlich. Und der ist dadurch auch grün wieder geworden. Ich habe nicht den Eindruck, dass es so ist. Geh nochmal da drüben hin. Nö. Also zumindest gerade eben schimmern wir nicht mehr grün. Da haben wir schon ja nur die Aufnahme gemacht, genau. Und jetzt gehen wir nochmal zurück ins Städtchen. Ahoi. Sind wir jetzt wieder grün? Nein, sind wir nicht. Das Grün ist also endgültig vorbei. Was hat das mit dem Grün auf sich gehabt? Ach, mit den Vitaminpillen. Kommen Sie ran, der Herr. Wollen Sie noch mal Ihre Muckis testen? Ja, war ja klar. Natürlich. Na gut. Wir haben die Vitaminpillen genommen. Er hat gemeint, wir bräuchten wahrscheinlich ein paar Vitaminpillen. Ja, jetzt. Ja. Ui, nicht schlecht, Herr Specht. Ich würde sagen, wir haben einen neuen Champion. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Ihr Preis. Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei. Ein echtes Schmuckstück. Danke. Ja, genau, danke. Ja, was mache ich denn jetzt mit so einem Bleipokal? Was kann denn so ein Bleipokal? Wenn ein Blei kann Strahlung mit Blei kann Strahlung abschirmen. Was auch immer da drüben so grün läuft. Ist das vielleicht unsere Energiequelle? Go, go, go. Los, schnell, nochmal zum Sumpf. Vielleicht ist das unsere Energiequelle, meine Damen und Herren. Was da drüben so grünlich leuchtet. Lasst es uns herausfinden. Hier wird wahrscheinlich nichts gehen mit dem Bleipokal. Nee, aber da vielleicht, oder? Nein, verdammt. Es funktioniert nicht, so wie ich das gehofft habe. Okay. Hilft jetzt nur länger weiter. Was ist das hier? Immer noch nur aufnehmen und Vögel rufen. Okay, wir haben einen Bleipokal. Ahoi. Und ich möchte ihn benutzen. Die Frage ist nur, für was kann man ihn benutzen? Das ist die ganz große Preisfrage. Vielleicht kann ich mit der nochmal reden. Hallo Betrügerin. Na, wie geht's? Hey, Sweetheart. Guten Abend. Die gibt sich immer so höflich, aber in Wahrheit ist sie einfach eine Betrügerin. Ich muss weiter. Sie kann doch nicht einfach einen Preis ausschreiben und sagen so, ja, sorry, ist kaputt. Und die anderen sind schon im Trockendock. Ja, das tut mir jetzt sehr leid. Ach, sie reparieren es selber. Ja, das finde ich ja ganz gut. Das ist ja die maximale Stufe von Betrug. Oh, Mann. Vielleicht kann ich hier nochmal irgendwas tun. Im Baumhaus gehen. Die eine ist jetzt wieder weg. Dazu hatte ich...
Okay, das war... Mitten ja, das war der Unrat im Wald, schon klar. Okay, völlig egal, was man macht, er wirft das Seil runter. Er scheint kein wirklich geheimes Codewort dafür zu haben. Möchte ich an dieser Stelle mal so behaupten. Ey, der klettert so hoch wie bei der Augsburger Puppenkiste, wisst ihr? Das ist so lustig, wie der da hochklettert. Ist das noch dieselbe Zeitung? Die 38er Woche? Es ist die 38er Woche, okay. Dann wieder da hoch. Kann ich jetzt mit diesem Bleidingens irgendetwas tun? Das. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Das verrückt. Das hilft mir nicht weiter. Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Okay, vielleicht brauche ich ja dieses Messing für irgendwas, aber dann brauche ich wahrscheinlich einen Handschuh oder so, ne? Kann ich nichts machen? Da kann ich nichts machen. Kann ich mit ihm mal was reden? Wahrscheinlich nicht. Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig! Moment, Science Fiction. Und Sie leben hier draußen ganz allein? Die Regierung hält mich anscheinend für eine Bedrohung. Sie haben mich für verrückt. Ja, das hatten wir alle schon gehört. Ich habe genug gehört. Danke für das Gespräch. Ja, der kommt jederzeit wieder. Der ist gerade eben leider nicht mehr so wirklich die Hilfe. Okay, liebe Leute, würde ich aber mal sagen, wir müssen uns woanders umschauen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch vor allem was Gutes. Ja, danke für jeden Like, den ihr da gelassen habt. Schöne Zeit, tschüss und ade.